oder ihr lieben Maker rein. Ja, da sind wir und neben dem leckeren Kaffee gibt es heute auch ein paar Neuigkeiten. Zum einen ein paar schlechte Nachrichten. So wie es aussieht, ist der Headphone Jack von meiner Kamera kaputt. Das heißt aber, ich muss mir jetzt eine Alternative überlegen, wie ich den Sound aufnehmen kann, weil das MacBook schafft es nicht. Das habe ich gerade probiert. Und am iPhone klappt das Mikrofon auch nicht. Also nicht das, was ich sonst normalerweise benutze, was ich hier so dran habe. Diesen kleiner Downer, aber das kriegen wir hin. Das Rode VideoMic Pro, was da hinten liegt, ist anscheinend auch kaputt. Das heißt, ich werde demnächst mal zu CarloMac fahren und eine Umtauschaktion starten. Das ist ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Gut, nichtsdestotrotz lassen wir uns die Stimmung nicht versauen, denn einer meiner besten Freunde, behaupte ich jetzt einfach mal, der Peter, hat etwas Schönes entwickelt. Und zwar hat er sich gedacht, hey, da draußen gibt es so viele Master Schools, aber keiner von denen ist irgendwie so richtig sparsam in Sachen Material. Es gibt so eine ähnliche, wie er sich jetzt ausgedacht hat, hat er im Nachhinein herausgefunden, aber ich finde das Konzept von ihm richtig genial. Und zwar hat er sich einfach ausgedacht, ich halte es mir hier so in die Kamera, das ist die Spule, lässt sich komplett auch auf dem Fluser Mini drucken und das ganze Teil lässt sich auf mehreren Teilen zusammensetzen, genauer gesagt über 40 Teile. Das heißt also hier oben diese ganzen kleinen Verbindungsteile kann man alle zusammenstecken, wie man es früher bei diesen Puzzleteilen getan hat oder wie man es bei Puzzleteilen tut. Deswegen heißt das Ding auch Puzzle Spool. Hat er sich sinnigerweise den Namen ausgedacht, lässt sich zusammenstecken und jeder, der jetzt denkt so, hey, wie soll ich denn da bitte schön mein Filament reinkriegen? Na, ganz einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehr wenig. Jetzt. Schon ist die eine Seite ab. Man hat den Stick in der Mitte. Packt sein Filament drauf, egal ob Proben aus der Makorama-Boxen oder eine Refill-Spool, die ihr bei einem beliebigen Hersteller bestellt habt. Und dann könnt ihr das Ganze später wieder zusammensetzen. Ist, finde ich, eine ganz coole Idee, wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Und das lässt sich auch, wie ihr hier sehen könnt, wieder recht schnell zusammensetzen und ist dann wieder einsatzbereit. Also dauert nicht lange, habt ihr jetzt gerade mitbekommen, wie lange es dauert, um das da halt entsprechend zu öffnen und Material reinzupacken. Ist eine geile Idee, finde ich. Ich habe es jetzt hier aus einem ABS gedruckt, was er mir mitgeschickt hat. Und das Ganze lässt sich mit unter 100 Gramm Filament drucken. Das finde ich jetzt natürlich auch beachtlich. Und was man sagen muss, alle die jetzt sagen, ja okay, ich habe jetzt keinen Bock, dass das Ganze die ganze Zeit so rumfrickelt und auseinanderbricht und so aus der Richtung, dem sei gesagt, mit dem PLA-Kleber oder auch ABS-Kleber könnt ihr das Zeug einwandfrei zusammenkleben, dann wackelt da gar nichts mehr. Und das würde ich euch auch empfehlen, dass ihr quasi den unteren Teil von der Spule mit den mittleren Stegen halt und dem Teil hier oben in der Mitte entsprechend klebt und nur diese Verbindungspunkte hier außen entsprechend nicht klebt und den Ring hier außen natürlich auch wieder zusammenklebt, sodass ihr im Prinzip nur hier an der Seite entsprechend diese sechs Verbindungen aufbrechen müsst, jedes Mal, um entsprechend ein neues Material reinzupacken. Ist eine ganz coole Idee und ich denke mir mal, wenn die Hersteller bei sowas mitmachen würden und nicht diese großen Master Schools, die man sich selber drucken kann, anbieten würden, sondern sagen würden, hey, pass auf, wenn du das darauf verzichtest, dann bezahlst du 2 Euro weniger und wenn du nochmal 50 Cent mehr draufpackst, kriegst du das Ding injection molded oder halt von uns als Filament nochmal oben drauf gepackt. Wäre auch eine coole Idee, dass ihr nochmal 100 Gramm entsprechend noch oben drauf kriegt. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und muss ich sagen, werde ich jetzt öfter nutzen. Auch für die Filamente, die wir als Probe anbieten, werden wir die Dinger öfters einsetzen. Hier gerade auf dem Mini da unten werde ich das nutzen. Und ihr könnt das Ganze, wenn ihr jetzt Interesse habt, bei uns auf der Webseite, den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr das Ganze runterladen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, euch in der Makorama-Familie begrüßen zu dürfen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Kaffee trinken. Wir sehen uns am Freitag wieder. Allerdings auf Twitch, da stream ich jetzt ab sofort. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Kanal folgen ist ganz wichtig, denn Livestreams werden jetzt ab sofort nur noch auf Twitch sein. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis Freitag auf Twitch. Happy Printing!